Da, 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 da. Hallo Leute! Ich hatte es euch ja versprochen, oder? Wenn es ein größeres Update für Mario Maker 2 gibt, dann geht das Let's Play weiter. Here we go again! Part 96. Wir kriegen die 100 voll, jawoll! Ich höre mich nicht grundlos an wie ein Mafiosi. Ich versuche nicht irgendeinen Bösewicht zu sprechen. Ich bin erkältet. Seht's mir nach. Ich will's trotzdem mit euch zocken. Hab Bock drauf. Es ist nur die Stimme. Mir geht's gut. Und husten. Aber ohne Witz, Leute. Was es da alles Neues gibt. Ich hoffe, ich kann mit ein paar Vorzeigeleveln jetzt schon mal zeigen, was unter anderem möglich ist. Der Trailer von Nintendo hat auch ganz schön komprimiert gezeigt, was es jetzt alles gibt. Was? Bitte beachte, dass wir in folgenden Fällen vorbehalten, hochgeladene Level zu löschen, von einem Nutzer verdiente Herzen zurückzusetzen und oder den Zugang eines Nutzers zu Level aus aller Welt einzuschränken. What? Der Nutzer hat im Spiel auf aufdringliche Art und Weise andere Nutzer zur Vergabe von Herzen aufgefordert. Der Nutzer hat Fehler im Spiel ausgenutzt. Glitch-Using. Mochten die schon bei Teil 1 nicht. Die entweder vom Baumeister des Levels oder von den Entwicklern des Spiels nicht beabsichtigt waren. Leveldaten wurden auf unerlaubte Weise manipuliert. Wie geht das denn? Der Nutzer hat beim Online-Spiel wiederholt die Verbindung abgebrochen. Oha. Also absichtlich. Jegliches andere Verhalten, das eine Verletzung der Nintendo-Verhaltensrichtlinie im Vertrag zu Nintendo-Account darstellt. Wir hoffen, dass du verstehst, dass diese Regeln dazu dienen, dass jeder möglichst viel Spaß mit Mario Maker 2 hat. Okay. Kein Problem. Hier kommen die Ninji-Speedruns. Wetteifere mit Baumeistern aus der ganzen Welt um den Weltrekord. Außerdem kannst du neue Baumeisterkleidung halten, wenn du während eines Events Level abschließt und Stempel sammelst. Neue Mitteilungen? Was machen meine Level? Genau. Nein, der Ninji-Speedrun. Ich bin auch schon sehr gespannt darauf. Ich würde aber schätzen, dass die offiziellen Baumeister wahrscheinlich das eine oder andere Vorzeigelevel zum Update haben. Kann das sein? Okay, warte. Baumeister-Ranglisten? Übrigens, wenn ihr das seht, ne, das Video kommt online am Freitag, den 6. Dezember. Nikolaus, yay! Und für heute ist zumindest geplant ein Twitch-Livestream ab 20.30 Uhr. Schaut da gerne vorbei, da zocke ich eure Level, Gegeneinander-Modus. Und hast du nicht gesehen, also gratis wieder volle Möhre Mario Maker angesagt. Es gibt keine neuen offiziellen Baumeister-Level. Was? Die habe ich auch in den Twitch-Streams immer mal abgehakt. Dann hoffe ich, dass die neuen beliebten Level irgendwas haben, dass die neuen Elemente trainiert. Ja, Beginner-Hero-Training. Ich weiß, von welchem Helden die Rede ist. Dann machen wir das einfach mal, ne? Machen wir das einfach mal. 2 von 5 Sternen Difficulty. Ich freue mich, dass Mario Maker 2 als Let's Play zurück ist. Ich hoffe, ihr auch. Dann könnt ihr es ja mit einem Daumen nach oben zeigen oder mit einem Daumen nach unten, wenn nicht. Wenn ihr euch sagt so, oh, muss das jetzt sein? Ta-ta-ta-ta, die verlorenen Wälder. Link gab es in 8-Bit bereits bei Mario Maker 1, wie sehr viele andere Charaktere. Ich muss mal gucken, wie das alles geht. Aber eben nur als Kostüm, nicht wahr? Zack, gedrückt halten. So, und wie geht... Da oben ist die Bombe. Das Einzige, was mich nur noch frage... Okay, der Pfeil. Ist cool. Das ist eine super Idee. Also, ich weiß auch nicht, warum die so lange gebraucht haben, ne? Wahrscheinlich, um jetzt Mario Maker einfach wieder in zu machen. Den Hype quasi ausrollen zu lassen. Ich find's gut, ne? Nintendo hatte ja, wenn du so willst, im Dezember nicht wirklich was an neuen Spielen zu bieten. So richtig. Down! Der Angriff von Zelda 2. Ich find's cool gemacht, ne? Gerne mit vielen anderen Charakteren auch noch. Danke. Oder was würdet ihr euch wünschen? Welche Charaktere sollte man noch, sag ich mal, auch intensiver versuchen einzubringen? Zack. Der Sound. Was wäre sinnvoll? Ihr wisst, dass dieser Look oder dieses Item auch nur in Super Mario Bros. 1-Style möglich ist. Okay, kann ich den besiegen? Ich schätze mal schon. Und da sehen wir die Spikes. Kann ich nicht.
Da sehen wir die Spikes. Ja, das sind auch Gegner, die jetzt in allen Level-Looks mit vertreten sind. Kann ich... Oh, das kann ich nicht, aber kann ich... Oh yeah, guckt euch das an, den Schild perfekt verwenden. Das ist einfach super klasse gemacht. Ich höre mich echt an wie der Tod, ihr müsst es mir verzeihen. Und die rollen sogar anders. Es ist nicht nur das Hero-Training, nein, es zeigt doch noch ein paar andere nice Elemente. Bomben! Soll das Triforce darstellen? Oder nein, die Fee? Hä? Was ist die Feenquelle? Die Musik war ja auch da. Warum war eigentlich die Musik da? Okay, und hier soll man die Bomben usen, alles klar. Ich eigentlich irgendwas einsammeln müssen? Ich hab's ja schon. Jawohl. Perfektes Item. Ja, das kann man ja ein bisschen wie in Super Mario Bros. 2 usen, oder? Ich meine, es gibt keinen New Super Mario Bros. 2 Look. Aber da wirft man ja auch die Bomben so. Oder generell, was man so rausgeholt hat aus den, aus dem Gemüse. Ihr wisst schon, Super Mario Bros. 2. Ihr kennt das Spiel, ihr wisst, was ich meine. Okay, ey, das zeigt schon mal ein paar coole Ideen. Ich war nur ein bisschen... You're too slow. Und wieder. Ach, und jetzt kommt alles. Jetzt wird der Rest gemacht. Ich weiß nicht, was ich damit auf sich habe, ganz ehrlich. Vielleicht finden wir es ja noch heraus. Und jetzt geht's um Pfeil und Bogen. Geile Sache. Moment, eins will ich da noch abchecken, Freunde. Also ich denke, es geht jetzt jedes Mal in denselben Raum, nur... Dadurch, dass er immer weiter kleiner wird, bekommt man am Ende den Schlüssel. Und auch diese Blöcke sind neu. Das sind P-Switch-Blöcke. Die, ja, simpel. Also ist jetzt keine große Sache, aber... Shit. Aber dennoch coole Idee, ne? Blöcke, die nur... Also man muss es nicht immer mit Münzen machen. Sagen wir es so. Das sind so Sachen, die hat man mit Münzen immer gerne probiert. Das ist jetzt nicht unbedingt nötig. So, Achtung, von hier, ja? Als ob. Geil. Nee, ich finde das super eingesetzt. Wenn ihr krasse Level habt mit den neuen Elementen, sei es mit Link oder mit Poké, mit irgendwas anderem. Ja, da kommt der Schlüssel. Da ist es, Triforce. Ey, dann gerne zusenden, auch unter diesem Video in die Kommentare, eure Level-IDs. Baut was auf die Schnelle, dann kann ich es vielleicht auch in den nächsten Parts oder heute Abend im Twitch-Livestream zocken, je nachdem. Oh, darf ich mal ganz kurz zurück? Darf ich nicht. Ganz rechts hätte man nämlich Bomben hinlegen können. Ich dachte, das wäre vielleicht eine coole Idee. Extra Leben? Kann ich nicht. Der kann das aufziehen. Ist ja geil. Link mit Stachelhelm. So. Du kriegst jetzt aber Pfeil und Bogen zu spüren, mein Freund. Ja, aber guckt mal, ihr müsst Nintendo wirklich mal loben dafür, dass es einfach kostenlos ist. So, hier noch ein paar Treffer. Uaks. Oh, ich hab's sogar mit dem Schild abgewehrt. Soll ich ein paar Bomben werfen? Na klar, hier. Das ist wie der gute alte Mauser. Ich erkenne Parallelen, ne? Was? Ach so, es geht natürlich viel einfacher. Pass auf. Hä? Oh nein, er wäre abgestürzt. Ist er aber nicht. Trete zurück, oh Scheusal. Das hat sich schon wieder erledigt. Das war natürlich mein Fail des Tages. Zack. Hilfe. Das Master Schwert. Episch. So. Ja, da wird ja nicht mehr so viele Treffer aushalten. Ich meine, er hält schon viele Treffer aus. Keine Frage. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Ja.
Das wäre ja auch möglich gewesen. Das, da mache ich mir jetzt erst Gedanken drüber, selbstverständlich. Was hätte das gebracht? Oder man nimmt mal die klassische Variante, ja? Ja, Junge, Junge, Junge. Jare, Jare. Also vielleicht muss ich noch die Selbstverständlichkeit lernen. Es war ein Tutorial. Wenn jetzt irgendein Level kommt, wo du, sag ich mal, eine Kopfnuss hast, du hast den Link und sollst irgendwas machen, was ein bisschen verzwickter ist, dann kann ich mir vorstellen, dass ich da mal erfolgreich auf dem Schlauch stehe. Das ist wohl drin. Two Heroes. Jetzt bin ich gespannt. Find the error in the picture. Ist es eigentlich älter? Ja, das ist viel älter. 9.11. Which hero to choose? Ja, die Link-Level, die quillen jetzt natürlich über, aber sollen sie machen. Let's Tier Puzzle bei Mario und Link. Two Heroes. Select. Mario, Link. Ja, ich würde es mit beiden eigentlich probieren. Wir beginnen einfach mal mit Link, keine Ahnung. Ist jetzt wieder so ein Level, wo dieselbe Welt ist. Interessant, da wittern natürlich einige auch ihren Platz in der besten Liste, ne, bei den beliebten Leveln. Hö. Geht's so? Genug Trall? Nee. Wie macht der Zug? Noob, noob. Wenn man jetzt schnell geile Level baut, das, ja. Haben die User der heutigen Level anscheinend schon gut geschafft. Habt ihr das Update schon gespielt, Freunde? Oder sagt ihr euch, das kam viel zu spät, ich leg doch jetzt Mario Maker nicht mehr ein? Selbst wenn das so ist, ihr habt ja noch mich, ne? Ihr habt ja noch mich, selbst wenn ich mich noch beschissener anhöre als sonst. Nee, es geht echt gar nicht, ich bin so unzufrieden, ich bin eh schon so selbstkritisch und dann sowas, egal. Yay! Ach, das sind Schneebälle, weil die Spike-Kugeln sind im Schneegebiet auch noch Schneebälle. Ich war jetzt gerade kurz überlegen, was willst du? Was wollt ihr von mir? Schnell schießen? Das geht gar nicht klar, oder? Ha. Schwierige Situation, Dann so. So war es von Anfang an gedacht. Oben und Y, da steht's sogar. Bisschen mehr Konzentration, mein Bursch. So, den kill ich mit... Ach so, zurückschleudern. Zack. Voll nice. Den Level spielen wir gleich nochmal mit Mario, um zu gucken, wie der diesen Level bewältigt. Okay. Warum habe ich jetzt gewechselt? Change Mario. Also man muss auch mit beiden spielen, das ist cool. Und dann ist es wenigstens auch ein Mario Land Levelchen. Es kommt mir aber leicht bekannt vor, weil schon solche Level gab es halt zuhauf. Mit, keine Ahnung, Feuerblume und Superballblume, wie die hier heißt. Dass man das Level zweimal spielen musste. Vielleicht wurde es da nur punktuell geändert. Aber weiß ich nicht. Bisschen bekannt kommt es einem vor, oder, Freunde? Kriegst du hin. Kriegst du? Jawohl. Vor allem da oben, das nach oben und Y ist ausgeblendet. Jetzt stand nur noch Y da, was natürlich auch absolut zutreffend ist. Okay, da kann ich drauf. Geilomat. Jetzt habe ich beide. Epic gemacht auf jeden Fall. Mario Link. Oh, Checkpoint. Boss, okay. Boss Time. Was genau ist hier Schose? Okay, die Panzer verschwinden.
ein bisschen Timing beachten. Hier ist ja so viel los, ey. Ja, nee. Ach, schade. Jetzt hat's gepasst. Und das war's. Cool. Manchmal hat man diese Screens, wo so viel los ist, dass man sich halt auch denkt, was zur Hölle? The End. Aber mit dem anderen Ding wäre man nach oben weiter geflogen. Okay. Das ist alles je nachdem, wie man sich am Anfang entscheidet. Oder es war ja die ganze Zeit ein Wechsel beim Bosskampf, ne? Ey, das Herz auf jeden Fall verdient, finde ich. Das ist bestimmt auch ein tolles Level, aber da das vor dem Update ist, würde ich jetzt erstmal weitergehen. Ein Quiz! Schau und überlege, welcher Hero weiterkommen kann. Link Tutorial Room at the Beginning. Bin gespannt, wie wurde es hier umgesetzt? Von deiner Stil, mal wieder Qualität. Ah, der hat einen Ninja-Kopf. Ja, direkt der nächste Part wird sich mit den Ninja-Wettkämpfen befassen. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Quiz. Also hier ist das Tutorial. Gut. Wenn ihr Bock habt, gibt's noch heute den nächsten Part. Sofern es meine Stimme mitmacht. Nein, alles gut. Ja, ja. Und weiter. Das muss ich immer noch ein bisschen... Ja, okay. Nach oben und Y, aber das ist, wenn du an der Tür stehst, ein bisschen schlecht. Ja, was gibt's eigentlich noch für Neuerungen? Pokécase. Boah, ich komme gar nicht so hinterher. Ich hatte gehofft, dass man sich ein bisschen mehr auf alles spezialisiert, aber dann kommt es wohl erst mit der Zeit. Ich meine, wir haben ja auch die Zeit, oder Freunde? Wir haben doch die Zeit. Und der Bogen. Ungelogen. Sag mal, jetzt bin ich gerade mal ganz blöde. Ja, ZL, aber... Aber weiter? Hab ich doch gar nicht geschnallt. Oh nein! Hab mir selbst schwerer gemacht. Habe ich nicht drauf geachtet, ne? Wo soll ich hin? Warte. Eine verrückte Sache. Jetzt habe ich auch keinen. Alles klar. So, Quiz. Wer kann weiter? Och, Leute. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich bin so ein Held, wie er im Buche steht. Ja, das Tutorial hat mich verwirrt. Verlinkt. So, okay. Jetzt sehen wir es. Wer kommt weiter? Natürlich brauchen wir Super Mario. Ab jetzt geht's los, okay? Das eben zählte nicht. Gucken wir mal, jetzt muss es ja sowieso Link sein, weil, you know, klar, kannst du mit dem Schwert machen, kannst du mit allem machen, aber Mario kann das nicht. Und jetzt, ja, also mit Superball Mario ging es, aber so würde ich den Pfeil und Bogen von Link bevorzugen. Schon Halbzeit. Das geht mit Bomben, ne, oder? Ich wüsste nicht, wie Super Mario das hinkriegen sollte. Ich sag Super Mario, weil so heißt halt die Form, ne? So, ich muss nochmal auswendig lernen, wie ich was triggere. Geht's? Jawohl, es geht. So, dreimal hintereinander Link. Aber auch hier, ne, oder? Andererseits, was hindert mich überhaupt daran, weiterzugehen? Ich muss den besiegen zwingen. Das wusste ich nicht. Hat man ja nicht gesehen, dass man den besiegen muss, nicht wahr? Du.
Den kann ich doch abblocken. Ach so, da hat man einen Helm. Okay. Ja, du machst sie mit dem Helm kaputt, ne? Ganz ohne Frage. Weil das ganz schön zersplattert. Das Ziel, ach so. Feine Sache bis hierhin. Hat mir auch gefallen, die anderen waren noch geiler, aber alles cool. Das war deine Stil. Legend of Zelda in Mario Maker 2, let's go. Ne? Was gut bewertet wird, wird genommen, pass auf. The Adventures of Link in Mario's World. Dann ist es heute halt Hauptthema, ne? Mario und Link vereint in einem Spiel. Wann hatten wir das schon mal? Mario Kart 8 und Mario Kart 8 Deluxe, okay. In welchen Spielen? Alle Smash Brothers Teile, okay. In welchen Spielen haben wir das noch? Freunde der Nacht. Man muss auch immer sehen, wie kamen die Entwickler auf diese Idee? Ich denke mal, das hat vielleicht noch ein bisschen seinen Ursprung. Die gucken natürlich auch, was sind die bestbewertetsten Level hier. Und man hat immer sehr gerne Zelda-Level oder Dungeons nachgebaut in Mario Maker 2. Das ist sicherlich mit ein ausschlaggebender Punkt hier. Okay, diese P-Switch-Blöcke, die werden jetzt auch die ganze Zeit benutzt. Dass man sich auch bewegen kann, während man zielt mit dem Pfeil und Bogen, finde ich besonders heftig. Das ist richtig flexibel. Ja, da rennt man ein bisschen entspannt durch, das ist cool. Wohin des Wegs? Einfach gedrückt halten, dann macht er das auch immer weiter. Und gerade nochmal das Gemüse ernten. Als wären Rubine drin, als wär's ein Stück Gras im Acker. Man kennt's. Stimmt, eigentlich hätten sich Rubine hier auch angeboten, nicht wahr? Man kann nicht alles haben. Nur für den Zeitpunkt, wo man Link spielt, verwandeln sich alle Münzen in Rubine. Das wäre halt Legend gewesen, finde ich. So, einfach blocken. Euch block ich auch hier. Ich block euch auch auf YouTube, wenn ihr euch daneben benehmt und Hater-Kommentare schreibt. Jawoll. Na Freunde, da habe ich ja das Vergnügen. Meine Blockliste hält sich ja sogar an Grenzen. Wir sind eine sehr soziale Community schon immer. Womit habe ich das verdient? Zack, boom, peng. Ja, macht auf jeden Fall Laune. Also in Zukunft, da muss ja nicht jeder Level ein Link-Level sein, aber wenn mal einer drinsteckt oder es ein Mischmasch ist, ne? Dass du einen Levelabschnitt den brauchst oder das so oder so machen kannst. Das ist meine größte Befürchtung, dass Link jetzt nur benutzt wird in Link-Only-Leveln, ne? Ja, ich habe ja natürlich nicht so viele Zelda-Let's Plays auf dem Kanal, verglichen mit meinen über 300 Projekten, aber wir haben Majora's Mask komplett durchgespielt, Wind Waker HD, Breath of the Wild nicht durchgespielt, aber dann später auf Twitch. Solche Sachen sind halt auch meine drei Lieblings-Zelda-Games. Punkt. Breath of the Wild, Wind Waker und Majora's Mask. Einen noch? Oceanside? Ich weiß nicht, ob das neue Elemente beinhaltet. Es gibt in der Tat ein paar neue Sachen. Xmas Village. Ich würde sagen, Poké Speedrun. Da gucke ich mal. 20 Sekunden Level mit ganz vielen Pokés. Ich bin sehr gespannt. 20 Sekunden Level. Yeah!
dürfen nicht fehlen. Wann ist Poké eigentlich nochmal debütiert? Das war doch Mario World. Gab's denn schon in Super Mario Bros. 3? In grün, oder? Gab's denn schon den grünen Mario Bros. 3? Boah, ich bin echt am Rätseln. Mario Bros. 1 gab's denn auf jeden Fall nicht. Ich bin mir echt unschlüssig. Aber Mario World ist für mich so sein originaler Look. Ein grün ist ein New Super Mario Bros., oder? Ja, was haltet ihr vom neuen Update? Ich habe euch sowieso genug Fragen gestellt und Anregungen für Kommentare gegeben. Im nächsten Part der Ninja ran. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Verbleibende Tage 6. Gucken wir doch mal. Wir uns schlagen gegen den Rest der Welt. Sorry für die Stimme. Danke für Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.